So schön es in Lüneburg im Landschulheim auch gewesen ist, zu Hause ist es am schönsten. Besonders Bimbo ist froh, wieder bei ihrem Pony Klärchen und dem Fohlen Fatima zu sein. Nicht unwichtig ist auch, dass Lukas mit ihr mindestens einmal in der Woche gemeinsam ausreitet. Heute Morgen beim Frühstück haben alle nur Augen für Benny, den Jüngsten. Denn obwohl Peggy, Danny und Ben schon eine ganze Weile auf dem Süderhof leben, sitzt Ben heute das erste Mal mit einem frisch gezogenen Scheitel am Frühstückstisch. Sonja bestreicht ihm gerade ein Stück Toast mit Honig, damit er seinen neuen Pullover nicht gleich klebrig macht. Die beiden haben nämlich nach dem Frühstück einen wichtigen Besuch zu machen. Als Dr. Brendel als letzter in die Küche kommt, fällt auch ihm Bens Veränderung auf. Hey, richtig schick sieht er heute Morgen aus. Wir wollen doch gleich in die Grundschule, ihn dem Rektor vorstellen. Deine Schonzeit ist abgelaufen. Der Scheitel steht dir prima. Und einen tollen Pullover hast du an. Ben findet ihn schrecklich. Ja, weil er so kratzt. Ich bin gespannt, was der Rektor sagt. Ob Ben die nötige Schulreife hat? Die hat er dreimal, wenn du mich fragst. Gar nicht wahr. Was hast du denn plötzlich gegen die Schule? Er findet, dass sie zu früh anfängt. Ja, ist doch wahr. Und jeden Morgen Zähne putzen. Aber das musst du doch sowieso jeden Tag machen. Ja, aber nicht so früh. Wann kommen denn die Leute vom Film? Bis dahin sind wir lange zurück. Es kommen tatsächlich Filmleute auf den Süderhof. In der Nähe wird nämlich ein historischer Abenteuerfilm für das Fernsehen gedreht. Und weil der Süderhof über Platz und Stallungen verfügt, hat Dr. Brendel zugestimmt, dass die Filmleute ihre Pferde bei ihm unterstellen dürfen. Heute Mittag sollen die Pferde gebracht werden. Deshalb hat Dr. Brendel den beiden Großen Stalldienst verordnet. Die Gäste sollen blitzsaubere Boxen vorfinden. Danny und Bimbo haben sich in ihrer Freistunde ganz schön anstrengen müssen, um alles empfangsbereit zu machen. Den Rest der Zeit nutzt Bimbo nun, um Klärchen auf dem Hof zu striegeln. Danny hat einen Patienten aus seiner Box geholt. Ajax ist am Sprunggelenk operiert worden und braucht etwas Bewegung. Sieht Klärchen nicht super aus? Vielleicht wird sie ja für den Film entdeckt. Aha, lass uns lieber den Patienten auf die Koppel bringen. Komm, Ajax. Da rollt laut hupend ein fremder Wagen auf den Hof. Der Lärm erschreckt Ajax so, dass er sich losreißt und davonrast. Ajax, bleib stehen! Aber da hilft kein Rufen. Ajax ist nicht mehr aufzuhalten. Ajax, verdammt! Bist du verrückt, Danny? Er haut ab! Aber ich konnte ihn nicht halten. Für eine Antwort hat Bimbo keine Zeit. Sie springt auf Klärchens Rücken und jagt Ajax nach. Aus dem Auto sind inzwischen zwei Männer gestiegen. Bimbo beachtet sie nicht. Sie galoppiert an ihnen vorbei vom Hof. Donnerwetter! Uli, die reitet ja wie der Teufel! War das jetzt unsere Schuld? Danny kann nur nicken, weil er Bimbo nicht aus den Augen lässt. Ajax, warte! Fast hat sie Ajax eingeholt. Lauf, Klärchen! Jetzt landet sie auf Ajax Rücken und zügelt ihn. Die reinste Zirkusnummer, das Mädchen ist spitze! Exakt das, was wir für unseren Stunt suchen! Gehören Sie zu den Leuten, die die Filmpferde bringen? Ja, aber die kommen später. Sag mal, ist das da deine Schwester? Nein, meine Cousine. Na, wie auch immer, sie ist so gut wie engagiert. Das Mädchen ist fantastisch. Ist Dr. Brendel zu Hause? Onkel Günther ist zu einer Fohlengeburt. Na, Platz gibt es ja jede Menge bei euch. Deshalb hier auch meinen Vorschlag, Maske und Garderobe hier mit unterzubringen. Bimbo kommt auf Ajax zurück auf den Hof. Klärchen folgt ihnen brav. Tut uns leid, dass wir so einen Wirbel gemacht haben. Das hätte schief gehen können. Pferde sind sehr schreckhaft. Ich habe die Pferde nicht gesehen. Tut mir wirklich leid. Du warst fabelhaft, Mädchen. Einfach fabelhaft. Du hast doch sicher schon davon gehört, dass wir hier einen Fernsehfilm drehen wollen. Weißt du, Abenteuer, ein hübsches Mädchen, tolle Pferde. Ach so, Sie gehören zu den Pferden. So kann man es auch sehen, ja. Das ist Herr Köstler, unser Regisseur. Er würde dich gern als Double für unsere Heldin engagieren. Na, was hältst du davon? Bimbo ist sich nicht sicher, ob sie richtig verstanden hat. Sie gibt Ajax an Danny ab und sieht den Mann ungläubig an. Sie meinen, ich soll im Film mitspielen? Soll das heißen, Ihre Hauptdarstellerin kann gar nicht reiten? Wahnsinn. Sie ist ein Glücksfall, Uli. Mhm. Sieht sie Cindy nicht sogar etwas ähnlich? Und ich soll echt mitspielen? So, dass man mich richtig sieht? Aber sicher. Beim Stunt sind du und dein Pferd die absoluten Stars. Also, was ist? Wie heißt du eigentlich? Bimbo. Klar will ich. Wunderbar. Um das Vertragliche kümmert Uli sich später. Wann wird dein Vater zu Hause sein? Das kann dauern. Kein Problem. Uli und ich wollen uns hier sowieso noch umsehen. Also, bis später.
Wir sprechen uns noch. Tja, also ich würde sagen, da hinten können wir das dritte Bild machen. Jetzt aber los, Mensch. Gleich ist Unterricht. Danny, kneif mich. Au! Es ist doch kein Traum. Gut, dass wenigstens Danny sich an die Schule erinnert. Bimbo schwebt nämlich im Moment auf einem anderen Stern. Anders der kleine Ben. Bis zum Schulgelände ist er seiner Tante willig gefolgt. Aber als sie jetzt durch den langen Flur gehen, werden seine Schritte immer langsamer. Während der letzten paar Meter nimmt Sonja seine Hand und zieht ihn energisch hinter sich her. Dann bleiben sie vor einer Tür stehen. Nachdem Sonja geklopft hat, schiebt sie Ben vor sich ins Zimmer. Rektor Tönnissen sieht gar nicht gefährlich aus. Er lächelt ihnen freundlich entgegen. Guten Tag, Herr Tönnissen. Aha, du bist also Benjamin Brendel. Guten Tag, Frau Brendel. Guten Tag. Ich freue mich. Als der Rektor Ben die Hand entgegenstreckt, lässt Ben seine Hände demonstrativ auf dem Rücken. Sonja sieht ihn strafend an und schüttelt den Kopf. Benny, ich fürchte, er ist nicht in bester Verfassung heute Morgen. Na, das gibt es doch nicht. Bei dem herrlichen Wetter draußen willst du mich nicht doch begrüßen, Benjamin? Na gut, sag schon guten Tag. Hab ich doch eben. Hilflos zuckt Sonja mit den Schultern und bittet mit einem Lächeln um Entschuldigung für Bennys reichlich lässige Art. Ben hat sich inzwischen umgesehen. An den Wänden hängen bunte Bilder, die recht merkwürdige Gestalten zeigen. Außerirdische in Raumanzügen mit dünnen Antennen anstelle der Ohren und grüne Männchen mit riesigen Augen, die aus UFOs steigen. Benny schüttelt kritisch den Kopf und wendet sich dann mit fachmännischem Gesicht an den Rektor. Sind das Marsianer oder Vulkanier? Das war ein Zeichenwettbewerb in der 4. Klasse. Die schönsten Bilder haben wir aufgehängt. Gefallen sie dir? Och, geht so. Die Vulkanier haben größere Ohren. Ja, das ist schon möglich. Und die Marsianer haben größere Antennen. Ja, ich fürchte, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber wenn du das meinst. Aber sonst nicht schlecht. Die UFOs sind super. So, na, das freut mich. Können wir jetzt endlich gehen? Wenn du unbedingt möchtest, sicher. Ich bin nur noch nicht schlau genug für die Schule, nicht? Du bist unmöglich heute Morgen. Alles klar? Was ist alles klar? Ich komme jetzt nächstes Jahr in die Schule, ne? Aber nein, Benjamin, du bist wie geschaffen für die 1. Klasse. Glaub mir das. Mit empörtem Gesicht hat Ben sich von Herrn Tönnissen verabschiedet. Das Urteil des Rektors beweist Ben wieder einmal sonnenklar, dass die Erwachsenen immer zusammenhalten. Während Sonja Brendel und Ben zurück auf den Süderhof fahren, kommen Bimbo und Danny zur großen Pause auf den Schulhof. Als Danny Peggy und Molle in einem Kreis von anderen Schülern entdeckt, winkt er aufgeregt mit beiden Armen. Was sagt ihr dazu? Bimbo wird Fernsehstar. Echt? Erzähl doch mal. Was? Bin nur für ein paar Minuten zu sehen. Und wieso sind die gerade auf dich gekommen? Die haben mich vom Fleck weg engagiert für eine Reitnummer. Du scheinst deine Freistunde ja gut genutzt zu haben. Ehrlich, es war der pure Zufall. Ja. Dann gibst du ja sicherlich bald Autogramme. Oh, keiner der Schüler bemerkt, dass Frau Dr. Theis, die heute Pausenaufsicht hat, sich ihnen neugierig nähert. Darf mal fragen, wer hier bald Autogramme geben wird? Bimbo kommt im Fernsehen groß raus. Ach, tatsächlich? Wer hat dich denn entdeckt? Der Regisseur, ein Herr Köstler aus Hamburg. Aus Hamburg? Nicht zufällig aus Hollywood. Aber es stimmt wirklich. Und wie ist man ausgerechnet auf dich gekommen? Weil sie super reiten kann. Ach so. Gratuliere. Danke. Hoffentlich leidet die Schule nicht unter der Filmerei. Bei deinem Notenstand kannst du dir kein großes Fehlen erlauben. Ich weiß. Glaub mir, Bimbo, es gibt Wichtigeres im Leben als Fernsehen. Blöde Ziege. Im Moment hat auch Bimbo das Gefühl, dass Erwachsene grundsätzlich gemeinsame Sache machen. Aber als Christian, der sich entfernenden Dr. Theis einen Vogel zeigt, kann sie schon wieder lächeln. Und dieses Lächeln ist noch auf ihrem Gesicht, als sie wieder das Klassenzimmer betritt. Währenddessen zieht Dr. Brendel in seiner Praxis auf dem Süderhof gerade den weißen Kittel aus. Der Regisseur und der Produktionsleiter sind überrascht, dass der Doktor ausgesprochen ärgerlich dreinschaut. Also gut, Maske und Garderobe im Nebengebäude, das geht in Ordnung, soweit lasse ich mit mir handeln. Aber für meine Tochter gibt es Wichtigeres als Fernsehen. Das Mädchen hat Mut und kann reiten, Doktor, sie ist genau die Richtige. Trotzdem, das ist unmöglich, die Sache ist zu gefährlich. Der Stand ist nicht gefährlicher als das, was sie uns heute Morgen gezeigt hat. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt es. Das ist eine herbe Enttäuschung, nicht nur für uns.
Soll das heißen, Sie haben Bimbo die Sache schon versprochen? Wir haben ihr den Stunt angeboten, Doktor. Wir konnten ja nicht ahnen, dass Sie ablehnen. Jetzt wissen Sie es. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Dr. Brendel ist tatsächlich so ärgerlich, dass er die zwei fast hinausgeworfen hätte. Dass mit dem Doktor im Moment nicht zu reden ist, haben die beiden ja gemerkt. Aufgegeben haben sie ihre Pläne mit Bimbo deshalb aber noch lange nicht. Später am Tag ist es Ben gelungen, die Großen zum Mensch-ärger-dich-nicht-spielen zu überreden. Wie immer hat Ben sich durchgesetzt und die roten Hütchen bekommen. Angeblich gewinnt man mit ihnen leichter. Bimbo stöbert ungeduldig im Kühlschrank herum. Was suchst du eigentlich? Mein Joghurt, oder hast du ihn wieder geklaut? Das würde ich doch nie wagen. Du benimmst dich schon wie ein Star. Na, wie war's beim Rektor? Ach, ging so. Erzähl doch mal. Also ich kann besser malen, wenigstens ein Vulkanier. Vulkanier? Was ist das denn? Ein Außerirdischer natürlich. Die Großen schauen sich an und grinsen. Ben nutzt die Gelegenheit, schnell ein rotes Hütchen ein Stück vorzusetzen. Aber Danny hat aufgepasst. Hey, du schummelst! Was ist denn hier los? Ein Außerirdischer war zu Besuch. Komm, rasch mal. Ben, ich habe eine Überraschung für dich. Etwas super Tolles. Komm ich erst nächstes Jahr zur Schule? Unsinn. Erinnerst du dich noch an Tante Conny? Die in Amerika? Richtig. Die hat dich eingeladen. Super. Sie ist auf Europa-Trip. Und Ben soll sie nach Italien begleiten. Dort hat sie ein Ferienhaus gemietet. Wahnsinn. Und wir? Von euch war leider nicht die Rede. Aber schön grüßen soll ich euch. Oh, toll. Vielen Dank. So ein Mist. Jetzt verpasse ich den Film und ich habe so gute Ideen. Das bezweifelt bestimmt niemand, der Benny kennt. Etwas enttäuscht sind Danny und Peggy aber doch, dass sie nicht mit eingeladen worden sind. Aber sie haben sich daran gewöhnt, dass Ben jedermanns Liebling ist. Vielleicht hält Tante Conny ihn auch für pflegeleichter als Peggy und Danny. Na, hoffentlich täuscht sie sich da nicht. Am späten Nachmittag sind endlich die Pferde da. Bimbo fasst sofort mit an und will Zerret in den Stall bringen. Der dunkelbraune Wallach ist für den Stunt mit Bimbo ausgesucht worden. Du bist also mein Partner. Ja, du gefällst mir. Wir zwei schaffen das schon. Peggy und Molle kommen gerade dazu, als ein Auto auf den Hof fährt. Uli öffnet einem fremden Mädchen die Autotür. Ja. Uli, hallo Bimbo. Darf ich dir Cindy vorstellen? Peggy, Molle, bringt ihr Zerret mal in den Stall? Natürlich, Fräulein Filmstar. Wie Sie wünschen. Cindy, das ist Bimbo. Bimbo, das ist Cindy. Entschuldige mich bitte. Hallo. Guten Tag. Cindy geht widerwillig auf Bimbo zu und reicht ihr nur die Fingerspitzen. Jetzt steht sie da und mustert Bimbo kühl. Schick sieht Cindy aus. Langes, glattes Blondhaar hängt bis auf den flauschigen Pullover. Und diese Designer-Jeans, die wünscht sich Bimbo schon lange. Jetzt fasst Cindy in die Tasche und holt ein winziges Töpfchen heraus. Mit dem Finger tupft sie etwas von seinem Inhalt auf ihre Lippen, die sofort zu glänzen beginnen. Fasziniert schaut Bimbo ihr zu. Toll, was ist das denn? Gegen spröde Lippen von der ewigen Schminkerei. Ach so, verstehe. Kommst du mit in den Stall, die Pferde kennenlernen? Wieso denn ich? Du reitest doch. Interessierst du dich denn nicht für Pferde? Es geht so. Ich finde, sie stinken irgendwie. Ehrlich, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Uli ist aus der Praxis zurückgekommen und macht ein zufriedenes Gesicht. Der Doktor sieht sich die Pferde gleich an. Kann ich mir hier irgendwo die Hände waschen? Klar, im Stall. Komm mit. Aber da mache ich meine Sachen schmutzig. Ich will nicht in den Stall, Uli. Sie ist doch für die Pferde zuständig. Na ja, im Prinzip schon. Sag mal, hat dein Vater schon mit dir gesprochen? Nee, wieso? Ach, ich dachte nur. Tja, also dann auf in den Stall. Ich komme mit. Na? Schon beim zweiten Schritt ist Cindy mit ihren schwarzen Lackstiefelchen in einen frischen Pferdeapfel getreten. Ihh, wie widerlich, meine neuen Schuhe. Mach doch nicht so ein Theater, Cindy. Das kann man doch abputzen, das ist so eine Kleinigkeit. Für dich vielleicht, aber ich bin nicht an Pferdemist gewöhnt. Ich will nicht so stinken wie sie. Sie hat es auch nicht so gemeint. Bimbo, warte doch! Das war nun wirklich zu viel. Auch für Bimbo. Sie dreht sich auf dem Absatz um und läuft davon.
schnurstracks hinüber zu Omas Häuschen. Der Typ kann sie lange rufen. Diese Cindy hat genau gemeint, was sie gesagt hat. Oma Brendel putzt Gemüse, als Bimbo mit unglücklichem Gesicht hereinkommt und sich auf einen Gartenstuhl fallen lässt. Sie sagt kein Wort. Oma Brendel mustert ihr Enkelkind prüfend. Na, was ist? Haben Sie dich geärgert? Diese blöde Kuh. Aha, ist also eine Sie. Stinkig, Oma. Wie kommst du denn darauf? Stinkt meine Hände. Oder vielleicht die Haare. Die riechen wie immer nach Seife und frischer Luft. Und diese blöde Kuh sagt, dass ich stinke. Dieser möchte gern Filmstar. Aha, die Filmleute also. Naja, mit denen kommt noch allerhand Unruhe auf dem Süderhof, das sag ich dir. Nicht mal reiten kann diese blöde Cindy. Vielleicht ist sie deshalb so unhöflich zu dir. Du meinst, weil sie nicht reiten kann, beleidigt sie mich? Kann ja sein. Vielleicht beneidet sie dich und will dir darum eins auswischen. Oh, Oma, wenn du nicht wärst. Bimbo, kommst du mal, ich muss mit dir reden. Schnell gibt Bimbo ihrer Großmutter einen dicken Kuss und läuft strahlend zu ihrem Daddy hinüber. Ja, Daddy, was ist? Deine Mutter und ich, wir sind dagegen. Wir können es nicht verantworten. Ich verstehe nicht. Kind, es ist so gefährlich. Wenn du stürzt, kannst du womöglich wochenlang nicht zur Schule. Oh, das ist typisch, Mami. Sie macht sich immer zu viel Sorgen. Nein, Bimbo, das war meine Entscheidung. Deine Mutter ist allerdings der gleichen Meinung. Kein Wort hat sie gesagt. Sie hat sich nicht getraut. Was soll das denn nun schon wieder heißen? Ich hatte sie gebeten, das Gespräch mir zu überlassen. Ich glaub's einfach nicht. Du kannst mir diese Chance nicht kaputt machen. Bimbo, bitte bleib sachlich. Und alles nur wegen der blöden Schule. Deine Schule ist wichtiger als ein alberner Filmstand. Du redest wie die Thais. Alle Erwachsenen reden den gleichen Quatsch. Ich verbitte mir diesen Ton. Bitte, Daddy. Ich habe mich doch so darauf gefreut. Ich verstehe dich ja. Aber es geht nicht. Wir meinen es nur gut mit dir. Auch so ein typischer Erwachsenenspruch. Also bitte, wenn du nicht begreifen willst, du kannst es nicht, Bimbo. Klar kann ich es. Du weißt genau, dass ich es kann. Ich spreche von deiner Diabetes. Jede Überanstrengung ist Gift für dich. Ach, und was mit den Mathearbeiten und Physik und Chemie? Das ist Stress. Du wirst schon wieder unsachlich. Mir geht es wirklich nur um deine Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Immer wenn ihr mir was verbieten wollt, muss der dämliche Zucker herhalten. Bimbo lässt den Vater einfach stehen. Er soll ihre Tränen nicht sehen. Mit betroffenem Gesicht sieht Dr. Brendel ihr nach. Verstehen kann er ihre Enttäuschung schon. Bimbo ist ein Stück in den nahen Wald gelaufen. Im Moment möchte sie nicht einmal mit Molle oder Peggy reden. Und mit Sonja schon gar nicht. Es dauert ein Weilchen, bis sie sich beruhigt hat. Aber auch jetzt zieht sie die Gesellschaft von Pferden, der von Menschen vor. Sie geht in den Stall zu dem dunkelbraunen Wallach und streichelt seinen Kopf. Du hast es gut. Dir reden keine Eltern rein. Was ist das denn? Das Wehzerre? Bimbo hat dem Wallach liebevoll den Oberschenkel geklopft und dabei ist er zusammengezuckt. Als sie sich hinhockt, um das Bein zu untersuchen, entdeckt sie, dass das vordere rechte Fesselgelenk dick ist. Aufmerksam betrachtet Bimbo die Schwellung. Das Pferd hält zwar still, wirkt aber sehr nervös. Taucht Ben vor Zereks Box auf. Er ist sauer, weil er die Ankunft der Pferde verpasst hat. Ihr wolltet doch Bescheid sagen, wenn sie kommen. Sagt Daddy Bescheid. Zeret hat ein Problem mit der Fessel. Ich warte hier, okay? Okay. In der Küche bereitet Sonja das Abendessen vor. Dr. Brendel hat sich mit nachdenklichem Gesicht ein Bier aus dem Kühlschrank genommen. Sonja bemerkt, dass ihr Mann schweigsamer ist als sonst. Und, hast du mit Bimbo gesprochen? Ich fürchte, es war kein erfolgreiches Gespräch. Sie ist wahnsinnig enttäuscht. Aber wir wollen doch nur ihr Bestes. Das sieht sie ganz anders. Ja, aber ihre Diabetes, Günther, das muss sie doch verstehen. Sie leistet ja auch sonst eine ganze Menge. Ich weiß nicht mehr, ob wir recht haben, Sonja. Meinst du, wir sollten es ihr erlauben? Bevor Dr. Brendel seiner Frau antworten kann, kommt Ben mit wichtigem Gesicht herein. Onkel Günther, ein Pferd ist krank. Welches Pferd? Ein Filmpferd. Irgendwas mit dem Fuß hat Bimbo gesagt.
Ohne eine weitere Frage stellt Dr. Brendel sein Glas auf den Tisch und holt seine Arzttasche. Ben bleibt noch ein bisschen bei Sonja. Irgendetwas scheint er noch auf dem Herzen zu haben. Tante Sonja, ist Italien eigentlich schön? Ja, sehr schön. Kannst du ja mit Tante Conny hinfahren und ich spiele beim Film mit. Ja, aber ich bin nicht eingeladen. Okay. Bimbo ist immer noch im Stall und sieht ihrem Vater entgegen. Dr. Brendel nickt ihr zu und stellt seine Tasche ab. Was hast du entdeckt? Du hast recht, eine deutliche Schwellung. Scheint aber noch nicht entzündet zu sein. Ich spritze nur vorbeugend. Glaubst du, er kann die Filmszene trotzdem schaffen? Abwarten, wenn die Schwellung morgen zurück ist. Hoffentlich. Ey, Bimbo, glaubst du wirklich, wir benutzen deine Krankheit als Vorwand für Verbote? Manchmal habe ich das Gefühl. Ich habe noch mal mit deiner Mutter gesprochen. Möglich, dass wir in diesem Fall Unrecht haben. Soll das heißen, ihr lasst mich doch reiten? Wenn du es dir wirklich zutraust. Ihr seid die tollsten Eltern der Welt, Daddy. Aber danach, Bimbo. Ja? Dürfen wir wieder auf dich aufpassen, ja? Lächelnd nickt Bimbo. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass sie in dieser Nacht wunderbar geschlafen hat. Und nicht nur das, sie hat von ihrem Stunt geträumt. Es war alles einfach fantastisch. Ben hat weniger gut geschlafen. Irgendwie passt ihm diese Italienreise nicht mehr ins Konzept. Er hätte 100-mal lieber im Film mitgespielt. Die Einladung ist sicher nett gemeint, aber zu diesem Zeitpunkt nein. Trotzdem will Sonja Benny am nächsten Tag nach Hamburg bringen. Tante Conny wird ihn am Hauptbahnhof in Empfang nehmen. Von dort geht es in einem Rutsch mit dem Zug bis nach Italien. Oma Brendel lässt es sich nicht nehmen, nach Hamburg mitzufahren. Sie will mit Sonja endlich mal wieder ins Theater gehen. Gerade kommt sie aus dem Haus in ihrem besten Kostüm. Während Sonja Bennys Gepäck verstaut, hilft Dr. Brendel seiner Mutter in den Wagen. Wo bleibt denn Ben? Weiß nicht. Ich denke, der holt auch das Geschenk für Tante Conny. Danke. Es ist ihm aber reichlich spät eingefallen. Mama! So, danke schön. Ben kommt mit einer Zeichnung angerannt. Was hast du denn gemalt? Zeig mal. Schön. Und wer ist dieses Antennenmännchen? Frag Tante Sonja, die weiß das. Ach so, ja natürlich. Das ist einer von dieser Raumschiffbesatzung. Der mit den spitzen Ohren. Quatsch, das ist ein Marsianer. Das erkennt man noch an den Antennen. Also los, komm, wir müssen. Was? So, sag mal, hast du die Theaterkarte? Ja, habe ich. Gut. Also bis morgen, einen schönen Abend. Das werden wir schon haben. Viel Spaß in Italien. Mal sehen, da dreht bestimmt keiner einen Film. Anschnallen. Verstehen kann man ja, dass Ben keine große Lust mehr zum Wegfahren hat. Auf dem Süderhof sind nämlich inzwischen Maske und Garderobe eingezogen. Bei Florence, der Kostümbildnerin, hängen herrliche Sachen auf langen, fahrbaren Kleiderstangen. Im Augenblick ist Florence mit Cindy beschäftigt. Die schwierige Hauptdarstellerin probiert Kostüm. Kannst du den Rock nicht ein bisschen weitermachen? Vor allem hier. Vergiss nicht, dein Double muss daran den Stunt machen. Und die ist wesentlich schlanker als du. Au! Muss sie denn unbedingt das Gleiche tragen wie ich? Man sieht sie doch sowieso kaum. Das entscheidest nicht du, Cindy. Das Kleid für den Stunt sucht Bimbo aus. Uli hat Bimbo zur Garderobe begleitet. Schnell schlüpft jetzt Cindy aus ihrem Kleid und hält es Bimbo hin. Bimbo, du kannst es doch wenigstens mal anprobieren. Na also, es geht doch. Ich bin dann im Produktionsbüro, okay? Oh, du machst es doch kaputt. Das ist ja viel zu weit für mich. Das lass mal meine Sorge sein. Bequem genug kannst du damit reiten? Auch Peggy und Molle kommen. Die Neugier hat sie hergetrieben. Wahnsinn, wie du aussiehst. Ja, echt, super. Stimmt, dir steht es auch nicht schlecht. Es ist mein Traumkleid. Aber wie soll das gehen? Ich muss doch von einem Pferd auf ein anderes springen. Du hast doch gehört, es ist ihr Traumkleid. Florence sucht nicht lange, dann nimmt sie einen Pagenanzug vom Bügel. Was hältst du hiervon? In Hosen bist du am besten aufgehoben.
Die Farbe steht mir überhaupt nicht. Versteht ihr, was sie gegen meinen Geschmack hat? Okay, das nehme ich. Dann eben nicht. Cindy ist wütend, dass sie sich nicht durchgesetzt hat und rauscht aus der Garderobe. Peggy und Molle werfen Bimbo einen strafenden Blick zu und folgen ihrem Star nach draußen. Florence lächelt den Mädchen fast etwas mitleidig nach. Es wurmt sie wahnsinnig, dass sie gedoubelt wird. Nicht meine Schuld, dass sie nicht reiten kann. Wenn Bimbo nicht so glücklich wäre, hätte sie Molle und Peggy deren Bewunderung für Cindy bestimmt übel genommen. Die beiden haben in der Schule richtig angegeben mit ihrer neuen Freundin vom Film. Die werden schon noch merken, wie gehässig diese Cindy sein kann. An diesem Tag kommen Molle und Peggy eine Stunde früher aus der Schule als Bimbo und Danny. Gerade stellt Molle ihre Schultasche im Flur ab, als das Telefon klingelt. Manuela Brendel? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Benny? Wo bist du denn, Ben? In Göttingen hat Ben es einfach nicht mehr ausgehalten. Als der Zug hält, ist er heimlich ausgestiegen. Die arme Tante Conny. Sie wird einen Riesenschreck kriegen, wo sie Benny doch im Speisewagen glaubt. Jetzt kann nur noch einer helfen. Dr. Brendel. Während Molle ihren Vater sucht, lässt Peggy sich von der Auskunft die Telefonnummer der Göttinger Bahnhofsmission geben. Die wissen sicher, wo Ben steckt. Dr. Brendel ist mit seiner Helferin Christine gerade bei Zerret in der Box. Die beiden sehen sich noch einmal seine Fessel an. Das sieht doch schon ganz gut aus. Die Schwellung scheint völlig abgeklungen zu sein. Das verdankt der Bimbo und ihren Argusaugen. Das Mädchen hat Pferdeverstand. Tja, ohne Bimbo hättest du auch ein Double gebraucht. Ben hat angerufen. Ben? Ich denke, der sitzt im Zug nach Italien. Er ist einfach ausgestiegen in Göttingen. Dieser Bengel. Und was ist mit Tante Conny? Ben ist heimlich abgehauen. Tante Conny gefällt ihm nicht. Habt ihr Mami schon erreicht? Weiß sie Bescheid? Kannst du nicht erstmal in Göttingen anrufen? Die warten auf deinen Rückruf. Führen Sie das Pferd bitte rum, Christine. Ich bin gleich wieder da. Okay. Kommt halt. Gerade hatten sich die Großen auf eine geruhsame Zeit ohne den kleinen Benny gefreut. Da sieht es schon wieder so aus, als würde er in ein paar Stunden auf dem Süderhof eintreffen. Dr. Brendel erreicht Ben tatsächlich in der Bahnhofsmission. Der Junge wird sofort in den nächsten Zug nach Hamburg gesetzt. Dort werden die Brendels ihn dann in Empfang nehmen. Es kostet nur Mühe, Sonja in Hamburg zu finden. Das Hotel haben die Frauen längst verlassen. Aber bei Sonjas Verleger hat Dr. Brendel Glück. Ihr könnt euch vorstellen, dass Sonja aus allen Wolken fällt, als sie hört, was Ben wieder angestellt hat. So richtig böse können die Brendels ihm aber nicht sein. Hat er mit seiner Flucht nicht auch gezeigt, wie gern er auf dem Süderhof ist? Während Sonja sich mit Oma Brendel auf den Weg zum Hamburger Hauptbahnhof macht, sieht Bimbo nach Klärchen in ihrer Box. Bei all dem Trubel in den letzten Tagen ist das Pony etwas zu kurz gekommen. Ja, Klärchen, du bist doch die Beste. Zärtlich drückt Klärchen ihre Nüstern in Bimbos Hand und sucht nach Zucker. Plötzlich steht Cindy vor der Box. Sie wirkt fast schüchtern. Wie geht es Zerret? Gut, er ist draußen auf der Koppel. Er braucht jetzt nur noch Bewegung und kaltes Wasser. Komm uns lieber nicht zu nah. Kann sein, dass wir stinken. Ich weiß, das war gemein von mir. Ich habe es nicht so gemeint. Es klang aber total ehrlich. Das war doch nur gespielt. Es tut mir ehrlich leid. Okay, aber irgendwas hast du doch gegen Pferde. Schreckliche Angst vor ihnen. Du solltest das nicht merken. Aber Pferde sind doch unheimlich gutmütig. Das musst du mal meiner Mutter sagen. Wieso? Hat sie auch Angst vor Pferden? Ein Pferd ist schuld, dass sie einen steifen Arm hat. Sowas gibt es doch gar nicht. Wenn sie gestürzt ist, hat sie Pech gehabt. Mehr nicht? Aber es hat sie absichtlich abgeworfen. Sogar der Reitlehrer hat das gesagt. Soll ich dir sagen, wer schuld hat? Der Reitlehrer, nicht das Pferd. Meinst du das ehrlich? Tiere sind nicht von sich aus böse. Sie reagieren nur anders, als man erwartet. Ich finde es toll, dass du so gut reiten kannst. Das kannst du doch auch lernen. Wenn ich nur nicht solche Angst hätte. Die musst du dir einfach abgewöhnen. Aber wie? Am besten fängst du gleich damit an. Nein. Los, komm. Trau dich. Fass sie mal an. Vorsichtig streichelt Cindy schließlich Klärchens Mähne. In diesem Moment findet Bimbo Cindy gar nicht mehr eingebildet, sondern richtig nett. Während Oma Brendel noch in Hamburg ist, nutzt Opa Brendel den Nachmittag zum Angeln. Es sieht ein bisschen nach Regen aus und da beißen die Fische besonders gut.
Papagei James Bond ist bei ihm und rennt aufgeregt im Gras auf und ab. Er schlägt wild mit den Flügeln, als Opa sich jetzt schon ein drittes Gläschen von seinem geliebten Gin genehmigt. Prosit! Hoch die Tassen! Prost, alter Junge! Schluss jetzt! Opa, Opa, wir sind wieder da! Habt ihr das gehört? Opa Brendel ist tatsächlich vor Schreck ins Wasser gefallen. Nicht etwa, weil Ben wieder da ist, nein, er weiß, dass Oma dann nicht weit sein kann. Und da wollte er seine Ginflasche schnell verschwinden lassen. Na, das ist gründlich schiefgegangen. Mühsam steigt ein tropfnasser Opa aus dem Wasser. Was machst du denn im Wasser, Opa? Du hast mich erschreckt, du verflixter Bengel. Hier, nimm. Also, komm her, ich helf dir mit. Du bist dir vielleicht ein Italienfahrer, du. Ich spiel lieber wieder im Film mit. So, was machst du denn da? Lass das. Sag mal, schämst du dich gar nicht? Ich habe nur ein ganz kleines auf unser Wiedersehen getrunken. Hat Conny schon angerufen? Ja, die ist ganz schön sauer. Die will mit dem Südhof nichts mehr zu tun haben. Die soll ruhig wieder nach Amerika zurückfahren. So, und du kommst jetzt mit unter die Dusche. Komm her. Ja, Oma Brendel kann sich auf ihre fünf Sinne verlassen. Und für die Ginflasche hatte sie schon immer ganz besonders scharfe Augen. Ben schläft in dieser Nacht wie ein Murmeltier, obwohl er beim Abendessen noch verkündet hat, er müsse die halbe Nacht über spannende Ideen für den Film nachdenken. Ausnahmsweise haben sich die Großen nicht darüber lustig gemacht. Sie sind gerührt, dass Ben die Dreharbeiten in der Nähe des Süderhofs viel toller findet als ein Ferienhaus in Italien und eine Tante aus Amerika. Bimbo schläft im Gegensatz zu Ben nicht besonders gut, denn morgen früh ist ihr Stunt. Sie ist zwar sicher, dass alles klappen wird, aber es ist trotzdem alles schrecklich aufregend. Am nächsten Morgen in der Maske sitzt Cindy als Erste vor einem großen Spiegel, der von brennenden Glühbirnen umrahmt ist. Rolf, der Maskenbildner, fährt ihr leicht mit einem Puderpinsel über die Wangen. Kannst du den kleinen Pickel am Kinn besser abpudern? Ich sehe keinen Pickel, aber na gut. Ah, unsere Amazone kommt. Cindy, Liebling, dein Double ist dran. Bimbo trägt bereits das gleiche Pagenkostüm wie Cindy. Die beiden sehen aus wie Schwestern und inzwischen verstehen sie sich auch fast so gut. Keiner hat Ben bemerkt, der mit seiner Schildkröte auf dem Arm hereingekommen ist. Warst du schon bei Zerret? Wie geht es ihm? Super, er ist wieder ganz okay. Das ist die Bille. Sieht sie nicht toll aus? Sieht aus wie eine Schildkröte, oder? Kann sie nicht mitspielen? Wie kommst du denn darauf? Die sieht man doch kaum. Aber nur Pferde im Film ist doch doof. Keineswegs entmutigt tritt Ben mit Sibylle den Rückzug an. So schnell gibt Benjamin Brendel nicht auf. Immerhin warten draußen noch Kater Samson und Colli Anuschka. Selbst Danny treibt die Neugier jetzt in die Maske. Er wirft Cindy und Bimbo bewundernde Blicke zu. Oh, unsere Stars. Toll seht ihr aus. Samson ist größer. Was ist mit ihm? Hier ist die Maske kleiner. Kein Tierheim. Komm, hau ab. Nerv hier nicht rum. Ausgerechnet Samson, der schläft doch nur. Eine schlafende Katze ist echt kein Hit. Mensch, das ist ein Kater. Ich find ihn richtig süß. Du kennst das kleine Monster eben noch nicht. Während Rolfs geschickte Hände Bimbo endgültig in Cindy verwandeln, ist Ben hinausmarschiert. Okay, er hat noch einen Trumpf im Ärmel. Wahnsinn, ihr seht euch immer ähnlicher. Was ist mit Anuschka? Die ist groß und wach. Oh, hübscher Hund. Siehst du, Anuschka spielt mit. Du nervst, Ben. Ich muss mich jetzt langsam auf meinen Stunt konzentrieren. Ich glaube kaum, dass sie wegen Anuschka das Drehbuch umschreiben, Kleine. Da muss schon etwas anderes kommen. Was denn? Jedenfalls nicht so was Normales wie ein Tier. Etwas Ausgefallenes, etwas Exotisches. Zum Beispiel ein UFO? Zum Beispiel. Okay, dann weiß ich Bescheid. Moment mal, Kleiner. In Windeseile will Ben zur Tür hinaus, aber Danny hält ihn fest. Halt! Was jetzt? Los, los, nein! Dann haben wir Angst vor deinen Ideen. In meiner Maske schreit nur einer. Und das bin ich. Also raus, raus, raus! Seit seinem letzten Auftritt in der Maske ist Ben wie vom Erdboden verschluckt. Und um ganz ehrlich zu sein, niemand vermisst ihn. Eine Stunde später ist es soweit. Der Stunt wird gedreht. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich sämtliche Brendels eingefunden haben. Sogar der Doktor hat sich freigemacht und ist, wie es aussieht, aufgeregter als Bimbo selbst. Alle sind so gespannt auf Bimbos Auftritt, dass Bennys Fehlen auch jetzt nicht auffällt.
In ziemlicher Entfernung vom Team wartet die Postkutsche, die Bimbo stoppen muss, weil die Pferde durchgegangen sind. Im schnellen Galopp soll Bimbo die Kutsche einholen, sich auf eines der Pferde schwingen und so die Kutsche unter ihre Kontrolle bringen. Neben Peggy und Molle steht Cindy. Gespannt sieht sie zu Bimbo hinüber, die mit Kostüm und Perücke im Sattel ganz fremd wirkt. Der Regisseur bespricht leise die Einstellung mit dem Kameramann. Dann wendet er sich an Bimbo. Achte auf mein Kommando, bitte. Toi, toi, toi. Können wir? Ja, wir können. Achtung, wir drehen. Ton ab. Bitte Ruhe. Ton läuft. Kamera ab. Läuft. 10-1, die erste. Bitte. Bimbo reitet wie der Teufel. Sie holt auf, kommt der Postkutsche schnell näher, holt sie ein. Einen kurzen Augenblick reitet sie auf gleicher Höhe mit dem Leitpferd. Sie springt. Ja, fabelhaft. Halt! Aus! Aus! Passt denn hier kein Mensch auf? Was ist das? Oh nein! Ein Kobold springt direkt vor dem Kameraobjektiv auf und ab. Er trägt eine Art Anorak, der bis zum Boden reicht. Auf dem behelmten Kopf zittern bei jedem Sprung zwei lange Antennen. Wo kommt denn dieser Wahnsinnige her? Ich will wissen, wer dieses Schreckgespenst ist. Super, was? Ich bin ein Außerirdischer. Zugegeben, die Idee ist gut. Pech für Benny ist nur, dass Außerirdische in historischen Filmen nichts zu suchen haben. Ein paar Stunden später haben sich alle von Bens Einfall erholt, denn Bimbo hat ihren Stunt bei der Wiederholung noch besser hingekriegt. Um den Regisseur macht Ben trotzdem vorsichtshalber an diesem Tag einen großen Bogen. Als das Filmteam wieder weg war, haben sich alle erst ein wenig gelangweilt. Doch das ging schnell vorbei. Und jetzt denkt nur noch Bimbo an diese aufregenden Tage zurück. Auch Ben hat die Filmleute längst vergessen. Kein Wunder, er bereitet sich auf seinen ersten Schultag vor. Und was ist mit Peggy? Sie hat gerade in der Hauptstraße ein neues Ballettstudio entdeckt. Wenn sie auch nie darüber gesprochen hat, ihr Wunschtraum ist es, wieder Ballettstunden zu nehmen, so wie früher in München, als ihre Eltern noch lebten. Möchtet ihr wissen, was aus Peggys Wunschtraum wird? Dann hört die nächste Süderhof-Folge. Sie hat den Titel